Zurück am Stützpunkt werden die verbrauchten Materialien nachgerüstet. Es kann jeden Moment wieder einen Einsatz geben. Die Taste aufrüsten. Genauso wie sie ist, ja. Genauso wie sie ist. Ist man in dieser Phase jetzt eigentlich schon wieder einsatzbereit? Oder? Prinzipiell ja. Also wir haben genug Material am Auto. Das waren jetzt Kleinigkeiten, die wir braucht haben. Und das heißt, wir könnten jederzeit den nächsten Einsatz übernehmen. Das wäre kein Problem. Das heißt, jederzeit kann es eigentlich schon wieder losgehen? Genauso wie sie ist, ja. Wie viele Einsätze kann man so in einer Nacht fahren? Wie oft wird man alarmiert? Das ist abhängig von der Komplexität des Einsatzes. Also von 8 bis 14, 15 Einsätze haben wir eigentlich alles dabei. Gut. Sauerstoffmaske haben wir da. Passt. Auch für den Einsatzfahrer keine Zeit für eine Pause. Kilometerstand und Einsatzzeiten müssen dokumentiert werden. Höchste Konzentration ist den gesamten Dienst über notwendig. Also man muss sich schon eigentlich den ganzen Dienst hindurch konzentrieren. Das geht schon auch auf die Substanz und das merkt man dann nach den 12 Stunden. Ist man sich der Verantwortung, die man hat, bewusst? Ja, selbstverständlich. Das vorausschauende Fahren ist das Allerwichtigste, weil man auch die Verantwortung für die anderen Verkehrsteilnehmer hat. Manchmal kann der Job ganz schön anstrengend und auch sehr belastend sein. Für die jungen Kollegen am Beginn ihrer Berufslaufbahn oft das Schwierigste. Es gibt Einsätze, die erschüttern, ja, auf jeden Fall. Ja. Kindernotfälle lassen keinen Sanitäter unberührt, zum Beispiel. Es gibt ein soziales Umfeld, Familienangehörige, die einfach mit der Situation zu kämpfen haben. Als Rettungsdienstmitarbeiter erlebt man diese Hinterhöfe der Gesellschaft und das ist unter Umständen nicht einfach für einen Kollegen oder für einen Mitarbeiter vom Rettungsfahrzeug, das zu verkraften. Ja, das ist unser täglich Brot. Ja. Tod, Leid, Probleme, Verletzungen, eigentlich das volle Programm der Notfallmedizin. Das ist die Arbeit auf unserem Rettungsfahrzeug. Kurz später gibt es für den Rettungswagen Donauinsel den nächsten Alarm. Wieder wurde eine schwerverletzte Person gemeldet. Auf der Kaiserwiese, einem beliebten Badestrand der Donauinsel. Mit akustischem Warnsignal wird bis zur Einsatzstelle vorgefahren. Bei immer noch weit über 30 Grad Außentemperatur sind noch hunderte Menschen hier. Okay, spielen Sie das da? Ein Badegast ist kopfüber ins Wasser gesprungen und im viel zu flachen Uferbereich mit seinem Schädel aufgeprallt. Schockierte Badegäste mussten ihn aus dem Wasser retten. Der junge Mann spürt seine Beine nicht mehr. Eine schwere Verletzung der Wirbelsäule muss angenommen werden. Voll ansprechbar, Atemweg in Ordnung, Lungen beidseits belüftet, Schmerzen ab da. Spürbar, also nach unten. Ebenfalls zum Einsatzort wurde auch wieder ein Notarztteam der Wiener Berufsrettung entsendet. Die Notärztin erkennt sofort den Ernst der Lage. Gemeinsam mit dem Rettungsteam entscheidet sie, dass eine schonende Bergung und ein anschließend erschütterungsfreier Transport höchste Priorität haben. Der Rettungshelikopter wird angefordert. Die Abläufe passieren nun parallel. Noch an der Einsatzstelle erhält der Patient Schmerz- und Beruhigungsmittel und wird völlig immobilisiert, um weitere Wirbelverschiebungen zu vermeiden. Mit einer speziellen Trageschaufel wird der Patient auf eine Vakuummatratze umgebettet. Diese wird in Folge an seinen Körper angeformt und wirkt wie ein eng anliegendes Korsett. Jede unnötige Bewegung des Patienten ist unter allen Umständen zu vermeiden. Es droht eine Querschnittlähmung. 5 Minuten nach dessen Alarmierung kreist bereits der Rettungshelikopter über der Unfallstelle. Ein sicherer Landeplatz wird am angrenzenden Fußballplatz ausgemacht. Denn auch hier gilt, die zahlreichen Badegäste und Schaulustigen dürfen durch die Landung nicht gefährdet werden. So, schaust du, baut hier nicht um. Okay. Mit der anderen Schaufel. So. Optimal, ja, optimal, super. Sehr gut, passt, du ziehst. Rhythmus haben wir bei 55. Der Zustand des Patienten verschlechtert sich zusehends. Bitte? Haben wir noch nicht gemacht. Nein, war aber peripher nutztastbar. Die nun angetroffenen Flugreiter avisieren für den Patienten einen Schockraum in einer geeigneten Klinik mit neurochirurgischer Versorgungsmöglichkeit. Das Fluggerät steht 200 Meter entfernt zur Unfallstelle für den Notfalltransport bereit. Für Christophorus 9, dem Notarzt-Hubschrauber für Wien, ist das heute bereits sein 8. Einsatz. An so schönen Tagen jedoch nichts Ungewöhnliches. Im Kopf. Was, Joseph? Runter?
Mehrere tausend Euro wird dieser Einsatz kosten. Therapie- und Rehabilitationskosten machen dann bei solchen Patienten meist weit über 100.000 Euro aus. Aber es gehört zu den Errungenschaften einer modernen Gesellschaft, dass Menschen in einer Notlage mit höchstem technischen Aufwand gerettet und durch medizinisch besten Standard versorgt werden. Die Retter wissen, dass sie keinen alltäglichen Job machen und eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe erfüllen. Christophorus 9 startet an diesem Tag ein letztes Mal zu einem Patiententransport. Bei Einbruch der Dunkelheit wird sein Dienst beendet sein. Die Transportzeit in das nahegelegene Lorenzbühler Unfallkrankenhaus wird nur kurze Zeit in Anspruch nehmen. Die Mannschaft des RTW Donauinsel hat hingegen noch den größten Teil der Schicht vor sich. Wieder muss das Fahrzeug aufgefüllt und die Einsatzbereitschaft hergestellt werden. Ja, der Patient ist mit Kopf nach vorne ins Wasser gesprungen und dürfte am Boden aufgeschlagen sein, hat dann die Beine nicht mehr bewegen können. Das ist eine Indikation, das heißt, für den Hubschrauber. Auf jeden Fall, weil Wirbelsäulenverletzungen ganz eine schwerwiegende Verletzung darstellen und da ist ein schonender und schneller Transport wichtig. Auf der Rückfahrt ist man bereits wieder einsatzbereit. Auch der junge Notfallsanitäter Maud Kichler hat wenig Hoffnung auf eine längere Pause. Für den nächsten Einsatz. Sie sind noch sehr jung. Wie verkraftet man das eigentlich? Das war jetzt innerhalb kürzester Zeit der zweite schwere Traumapatient. Naja, man verkraftet es auch so, wenn man selber gut arbeitet und weiß, man macht das Beste für den Patienten. Ein Traumjob für Sie? Traumjob, zumindest mal für die nächsten Jahre. Aber mal schauen, wie gesagt, ich bin noch jung, mal schauen, was das Leben noch zu bieten hat. Wout Kichler kann sich vorstellen, dass er nach seiner Zeit bei der Rettung Medizin studiert und Arzt wird. Jetzt heißt es aber einmal Geld verdienen, auch wenn die Bezahlung alles andere als gut ist. Während der Rückfahrt zum Stützpunkt erhält der Rettungswagen bereits seinen nächsten Einsatzbefehl. Dieses Mal handelt es sich zumindest um keinen Unfall. In unmittelbarer Nähe wird das Notfallteam in eine Wohnung im 8. Stock eines Hochhauses berufen. Verdacht auf Herzinfarkt als Vorabinformation. Okay, wir helfen Ihnen ganz langsam. Warten Sie, lassen Sie mir Zeit. Dem Patienten geht es schlecht. Halt so im Sessel, bitte. Mat. So, das lassen Sie die Kabel einfach kabeln, seit die stören Sie. Sollen Sie nicht stören. Und gleich wieder hinsetzen. Jawohl, haben wir schon gewonnen. Super. Das angeschlossene EKG-Gerät zeigt offensichtliche Herzrhythmusstörungen. Dazu plagt den alten Mann Atemnot. Die Retter verabreichen Sauerstoff und beachten auch hier wieder ein eng vorgegebenes Zeitfenster der Bergung und Versorgung. Infusion läuft noch, das passt. Ist ein Gefäß im Herz verschlossen, bleibt nur wenig Zeit, um dieses in der Klinik wieder zu öffnen und so Absterben von wichtigen Herzarealen zu verhindern. Das passt schon so. Die Haupteinheit vom Gerät? Die steht da hinten. Okay. Gut, schauen wir, dass wir weiterkommen. Trotzdem lässt das Team keine Hektik aufkommen. Der Patient und seine Angehörigen sollen nicht zusätzlich beunruhigt werden. Die psychologische Komponente ist bei fast allen Einsätzen äußerst wichtig und oft genauso effektiv wie verabreichte Medikamente. Der Patient ist bereits beim Rettungswagen, als der ebenfalls alarmierte Notarzt eintrifft. Wir haben den Patienten angetroffen, kaltschweißig, neurologisch nicht ganz klar. Arrhythmisch hat vor ca. 2 Jahren einen Herzinfarkt. Trotz der immer noch anhaltenden Hitze arbeitet das Team konzentriert. Der Patient erhält nun vom Notarzt zur Schmerzbekämpfung und Beruhigung Morphium und herzunterstützende Medikamente. Trotz der schwerwiegenden Verdachtsdiagnose eines Herzinfarktes muss die Rettungswagenbesatzung den Patienten ohne Notarztbegleitung transportieren. Das Notarztteam wird in der Nähe bei einer Herz-Lungen-Wiederbelebung benötigt und macht sich sofort auf den Weg.